1. Mai 1960. 750.000 Berliner demonstrieren auf dem Platz der Republik für die Freiheit ihrer Stadt. Der Präsident des Deutschen Bundestages, Eugen Gerstenmaier, spricht zu den Berlinern. Wir sind hierher gekommen, um zu bekunden, dass die Hoffnung Chruschtschows auf die Unterwerfung ganz Deutschlands und ganz Berlins nicht nur heute unrealistisch ist, wie er meint, sondern dass sie auch morgen und übermorgen völlig aussichtslos ist.